Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. So, heute mache ich das mal wieder weg hier, alles was wir uns so hart erarbeitet haben, und wir wollen wieder zurückgehen zu abstrakten Klassen. Und zwar abstrakte Klassen im Sinne von tatsächlich Abstract Class Schule. Und dann haben wir hier vielleicht noch irgendwo eine Funktion, die nennt sich, ich mache das hier auch mal wieder weg hier, die nennt sich dann zum Beispiel, was können wir nehmen? Public Function Void Schule Schule aus. So, und die ist abstrakt, das heißt, sie hat keinen Rumpf. Ihr erinnert euch, was ich euch gesagt habe, man kann abstrakte Klassen nicht instanziieren, weil wir wissen ja nicht, was hier jetzt passieren soll mit dieser abstrakten Methode. Das heißt, wenn ich jetzt hier hinschreiben würde, das ignorieren wir mal ganz gekonnt. Wenn ich jetzt hier hinschreiben würde, Schule x gleich new Schule mit, keine Ahnung, achso, das hat mir eh rausgelassen. So, und jetzt gehe ich her und rufe Schule oder x.Schule aus auf. Was würde jetzt hier passieren? Wir wissen es nicht, weil wir hier ja keinen Code reingeschrieben haben. Und das ist der Grund, warum man abstrakte Klassen im Allgemeinen nicht instanzieren kann, aber ihr hört es gerade schon raus, man kann abstrakte Klassen bzw. auch Interfaces, kann man tatsächlich auch instanzieren, und das ist ein bisschen, naja, eigentlich nur ein syntaktischer Zucker sozusagen. Wir haben hier tatsächlich die Möglichkeit, eine sogenannte anonyme innere Klasse zu bauen, das heißt eine Klasse, die wir nur ein einziges Mal benutzen, im selben Moment instanzieren und deklarieren, oder deklarieren und instanzieren, eigentlich passiert alles sofort gleich, und das ist ziemlich witzig, das macht zum Beispiel auch Android relativ häufig, habe ich gemerkt, und das sieht dann in etwa so aus, wir bauen uns eine New Schule, aber wir müssen natürlich alle abstrakten Klassen noch überschreiben, damit wir hier eine echte Unterklasse davon erzeugen. Also im Endeffekt machen wir nichts anderes, wie hier eine Class. Und intern heißen die tatsächlich irgendwie sowas wie 1, 2, 3, 4 oder ABC 1, 2, 3 oder sowas. Also die werden dann einfach durchnummeriert und die extenden dann einfach Klasse Schule und implementieren alle abstrakten Methoden, sprich auch dieses Ding hier. Also Public Function Void Schule aus, und hier kann man dann einfach mal print yay schreiben. Oder sowas. Das ist im Prinzip das, was wir hier implizit machen, und diese Class ABC 1, 2, 3, 4, die existiert dann nur genau ein einziges Mal und genau nur für dieses X. Ansonsten hat niemand den Typ ABC 1, 2, 3, 4, weil niemand von Abstract Class Schule sonst hier so genau so geerbt hat. Also es wird quasi einfach eine Klasse erzeugt und sofort instanziert, und niemand weiß später, wie die heißt, aber es gibt halt eine Instanz und die hat genau diese Funktion. Ich packe das jetzt einfach mal hier rein. Im Endeffekt ist es genau das. Man schreibt sich, statt hier eine Extraklasse zu erstellen, eine anonyme innere Klasse, deswegen anonym, weil man nicht den Namen der Klasse am Ende weiß. Also keiner weiß, wie diese Klasse hier eigentlich heißt. Man weiß nur, dass es eine echte Unterklasse von Schule ist, und deswegen wird es einfach als Schule behandelt, weil wir es natürlich hochcasten können. Aber sie hat hier nicht mehr diese abstrakte Methode, sondern hat jetzt eine konkrete Implementierung für diese abstrakte Methode. Klar, die Implementierung kann auch mal so aussehen, aber das ist, wie ich euch noch irgendwann zeigen werde, schlechter Stil eigentlich, aber kommt trotzdem sehr, sehr häufig vor, dass da mal was leer ist, weil man irgendwie Interfaces hat, die 100 verschiedene Methoden implementieren, man braucht aber nur eine davon. Kommt vor. Okay, das heißt, das ist eine anonyme innere Klasse, falls euch jemand fragt. Und ja, das war's von meiner Seite auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen, und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.